Da sind wir wieder. Wir sind ja hier zuletzt stehen geblieben. Aua. Lol, ich weiß nicht ganz genau, wie wir diese beiden Kollegen hier wegkriegen. Eigentlich müsste ich die wahrscheinlich hier irgendwie so anlocken. Aber zu zweit, mit zwei geladenen Kanonen, ist das ein wenig schwer. Da hat man recht wenig Chancen. Komm mal her. Hallo. Hallo. Ah, ich will hier hoch. Okay, ich kann die mit, wenn ich unten bin, auf jeden Fall mit meinen Zaubergesängen anlocken. Das ist ja schon mal eine coole Sache. Komm her. Alter, ich muss doch da nur hochspringen. Ich hab's irgendwie nicht hingekriegt. Der Volt ist dann so langsam gelaufen. Aber es klappt ja sofort. Ich bin da ziemlich sicher. Bin ja gute Dinge. Ich darf nur nicht in die Range von den Beinen kommen. Meine Güte. Lachen die mich einfach aus. Eiskalt, die Schweine. Reicht das schon? Komm her. So. So, du Scheißschwein. Ah! Meine Güte, das war eine Scheiße. Ja, komm, dann spring halt hier runter. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz raus. Das kann ich ja hier noch, glaube ich. Die beiden sind tot. Und es speichert. Das ist mir nämlich das Hauptanliegen gewesen, dass ich hier speichern kann. Die erstmal weg sind. So. So, hier kann man auch nachher noch durch. Wahrscheinlich kriegt man da hinten noch irgendwie Steine oder so ein Quatsch. So, dann können wir hier weiter. Ixeli. Oh. Ja, okay, alles klar. Das Ding ist ja wohl irgendwie machbar. So, seht ihr, da bin ich jetzt da und da sparen wir uns einiges an Zeit. Lol. Hä? Wie wurde ich denn da erwischt? Also hier, ich glaube, Chapter 3 und 4, also diese beiden Länder, die werden hier wahrscheinlich nur erstmal so als Zwischending gemacht. Gehe langsam voran. Ja. Ja, so als Zwischenteil halt, um die Story weiterzuführen. Ey, Alter. Das hat mich doch kaum berührt. Okay, da muss man ziemlich achtsam sein. Ja, und dann wird man, wenn ich dann fertig bin und diesem Ritus quasi teil, diesem Ritus da quasi beigesessen habe, werde ich wahrscheinlich irgendeine neue Fähigkeit kriegen oder was auch immer. Ich weiß es nicht ganz genau. Okay, entweder kann ich hier nicht stehen bleiben oder ich stehe oder stand wieder zu nah an einer Kugel dran. Auf jeden Fall denke ich mal, wird es danach weitergehen mit der Rapture Farm und so einem Quatsch. Weiter war ich dann auch noch nie, muss ich ehrlich sagen. Also weiter als hier war ich sowieso noch nie. Auch nicht in den PS1 Sachen da. Von da bin ich ja echt gespannt. Egal, ich kann ja meinetwegen auch jetzt sterben. Ich bin jetzt ja bei diesem Speicherpunkt. Krieg da jetzt die Steine. Oh! So, Firma. Krieg ich einen Stein. Dann schleiche ich noch ein Stückchen weiter und spreng das Viech erstmal weg. Das Problem ist, dass ich gleich wieder zurück muss. Da habe ich null Bock drauf. Alter, habe ich da den Hund getroffen? Das ist ja echt uncool. Was soll's? So. Dankeschön. So. Und jetzt nochmal erneut. Alter, das kann nicht deren Herz sein, dass ich diesen scheiß Köter treffe.
Na gut. So. Ich gehe jetzt einfach nochmal ein Stückchen näher ran. So. Das muss ja jetzt ja wohl reichen. Dankeschön. So, das sieht ja natürlich jetzt hardcore lustig. Hier nochmal zurückzukommen. Och lol. Sofort getroffen. Man muss auf jeden Fall, glaube ich, durchrasen. Das Problem ist, dass ich jetzt immer wieder diesen scheiß Köter erst kaputt machen muss. Das fuckt mich ein wenig ab. So. Dann muss ich hier wieder draufklicken und dann kann ich es speichern. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da drin reinpasse. So, wie viel kann ich denn hier machen? Junge! Ja, ich war ein bisschen zu nah am Rand. Zu wenig nah am Rand, meine ich. Bisschen zu weit entfernt, wollte ich eigentlich sagen. Ich kann mich auch gleich umbringen. Ach, da springt einem hinterher. Was ist das denn für ein Quatsch? Lol. So, Steinchen holen. Schleichen. Alter, warum ist er jetzt wach geworden? Hm. Ja. Genau. Einmal kurz hochspringen. So, jetzt aber mal vernünftig. Mit ein wenig Feingefühl. So. Boah, wenn ich jetzt... Was ist das denn? Achso, ich muss das Feuer sowieso anmachen, ne? Und wenn jetzt die scheiß Kugeln weg wären, das wäre echt ein Traum. Aber sind sie nicht. Hm. Wo haben wir denn die... Das ist die Sprungtaste, alles klar. Eigentlich muss ich hier so ein bisschen durchrennen, so wie ich es gerade gemacht habe, ne? Da hätte ich stehen bleiben können, glaube ich. Ne, ich bin mir nicht sicher, ob ich da hätte stehen bleiben können. Alter! Komm, wir machen das so. Ich mache eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, bis ich das fertig habe. So! Da sind wir! Ich habe es endlich geschafft, diesen Sprung da zu absolvieren. Warte, ich zeige euch den nochmal. Dort hinten, ihr seht es schon, ich traue mich nicht näher ran. Meine Güte, das hat mindestens 20 Minuten gedauert. Ich bin fast ausgerastet. Ich habe auch, glaube ich, nur noch, warte mal, eine Taube als Leben, weil man, wenn man dazwischen steht, immer so ein bisschen abbekommt. Meine Güte. Was ein Albtraum. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier alles cool ist und hier nichts Böses passiert. So. Puh, ey, diese Sprungpassage, die hätte ich euch echt nicht antun können. Da werdet ihr wahrscheinlich genauso verrückt wie ich. Oder ihr wäret genauso verrückt geworden, wie ich es geworden bin. Meine Güte, meine Güte. Aber es ist geschafft. Boah, wenn ich jetzt gestorben. Boah, das Problem ist, du kommst ja immer wieder an dieser gleichen Stelle vor diesem Hund wieder, ne? So, ich brauche eigentlich ein bisschen mehr Life, ey. Das ist echt ein bisschen blöde gewesen. So, aber egal, was soll's. Wir haben es ja geschafft. Was sollen wir als erstes machen? Die hier? Ich denke schon, komm. Ich hoffe, die ist ein bisschen gechillter. Mit nicht so einer krassen Frustrationsrate. So, hier haben wir die... Oh no. Hey, ist das jetzt überall so oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das Problem ist hier, wenn man hier drin stehen bleibt, wird man sofort getroffen, obwohl meines Erachtens man nicht getroffen wird. Durchrennen kann man auch nicht. Also in der Mitte ist schon mal klar, schafft man es nicht. Lol. Okay. Was ist das denn hier? Ach, das sind Fledermäuse, die einem da was abziehen. Gar nicht die Kugeln selbst, sondern die Fledermäuse.
Kann man die in irgendeiner Form verjagen? Ah, cool. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Tauben bekommen. Ja, das wird nicht klappen, das Schanden hier. Achso, die kommen sofort runter. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht muss ich dann auf dem Boden bleiben. Vielleicht ist das der Trick. Ich will euch eigentlich nicht nochmal in so einen Cut schicken. Das ist nämlich nicht so cool. So, komm mal her, liebe Tauben. Ich brauche jede Art von Energie. So. Kann man dann hier wieder raus? Doch, hier kann man raus, rein theoretisch. So. Aua! Nein, ich wollte doch eigentlich nur auf dem Boden sein, du. Ist ja wieder schick hier. Ja komm, weißt du, was wir machen? Wir holen uns jetzt erstmal diese ganzen Tauben. Beziehungsweise Vögel. So. Dann gehen wir mal wieder raus. Und speichern mal eben. Den Stand, den wir jetzt hatten. So, dann müssen wir uns nämlich nicht immer diese blöden Tauben wiederholen und können sofort durchstarten. Vielleicht lohnt es sich auch mal durchzurushen, so rüber einfach nur durchzurennen, ja, so. Also jetzt nicht so, aber so ähnlich. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, so viel... Nein, auch nicht. Hm, ich muss ja gucken, wie das Timing, von dem Timing her klappt. Das läuft. Also jetzt sind wir auf jeden Fall mal wieder hier. Ey, lol, kann ich mir immer wieder die neuen Tauben holen? Das wäre richtig gut. Nice. Ja, komm, das machen wir mal ein bisschen. Je mehr Energie wir haben, desto einfacher wird es da, sich auch einmal ganz kurz hinzustellen. Ja, hätte ich das gewusst, ne? Da hätte ich mich auch komplett durchheilen können. So. Tauben, komm zu mir. Wie viel habe ich jetzt an Live? Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. So, dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal raus. Und belassen uns bei dem. Und dann können wir mal gucken, ob wir da halbwegs durchkommen, ohne gleich wieder zu sterben. Weil diese Fledermäuse echt nervig sind. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, dann ist das gar nicht... Ist das Springen an sich gar nicht so schwer. Aber das in der Mitte ist halt scheiße. Allei. Hardcore Scheiße. Guck dir mal, wie viel Leben wir noch haben. 4 Stück. Ich habe hier ein bisschen Angst vor dieser Mine. Das muss doch eigentlich bedeuten, dass hier irgendwas lauert. Was es jetzt ist, kann ich nicht sagen. Lol, ist klar. Hüpfen. Okay. Hey, ich hab doch auf grün gedrückt, Alter. Oh mein Gott, das ist ja hier genauso blöd wie vorhin. Also, Alter, wirklich? Muss ich mir das jetzt jedes Mal geben? So. Hier durch, wieder zurück. Bomben aktivieren, beziehungsweise Minen. Da wirst du ja schon verrückt beim ersten Mal durchkommen. Lol. Hm. Das ist ja ein Spaß, das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Man wird auch, wenn man von der Kugel getroffen wird, natürlich ist man instant down, ne? Hm. Die ersten beiden Sprünge waren ja gar nicht mal so schlecht. So. Hat man denn eine Chance, die Zeit gleich zu kriegen oder muss man da warten? Das ist natürlich die Frage. So. Momentchen. Kriegt die aber auch nicht weg, ne? Diese Schleißfledermäuse. Hier bleiben sogar 2 Tauben stehen, weil wir zu viel haben. Lol. Ja gut, ich denke mal, die Folge ist jetzt leider auch schon wieder am Ende. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier ein bisschen besser hinkriegen. Ich hoffe es. Wäre ja schön.
Und dann sehen wir uns, wie gesagt, bei der nächsten wieder. Bis dann. Tschüss.